Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Ja, wie du es schon am Titel gesehen hast, ich möchte mal heute darüber reden, wie ich es geschafft habe, bei eBay fast über 12.000 Euro Minus zu machen und wie du an dieser Story selbst lernen kannst, um diese Fehler nicht zu begehen. Erstmal, bevor ich hier anfange zu schnacken, wie findest du mein Büro im Hintergrund? Sieht doch super aus, oder? Natürlich ist das nur ein Greenscreen und ich habe hier ein Bild eingeblendet von einem Büro, aber so möchte man doch gerne mal arbeiten, in so einem schönen Wolkenkratzer mit schöner Atmosphäre. Ja, das kurz mal daneben gesagt. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Motivation und Investition, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn ich gebe sehr vieles Wissenswertes und Mehrwertes an die Hand, um dir den Handel auf den Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. Und freue mich, wenn du diesem Video jetzt schon einen Daumen hoch gibst, damit es auch alle anderen sehen, um diesen Fehler, über den ich ja heute sprechen möchte, bei dem ich fast 12.000 Euro Minus gemacht habe, nicht zu begehen und zu umgehen. Ja, zu der Geschichte, zu der Story. Das Ganze war nämlich so, eBay macht öfters Auktionen bzw. Aktionen, solche Werbemaßnahmen, also Kampagnen. Die kontaktieren dich dann im Normalfall telefonisch und unterbreiten dir ein Angebot, wie zum Beispiel, wir planen zum Beispiel eine, jetzt auch zu Ostern wird sicherlich wieder eine Kampagne von eBay gestartet, wir planen zum Beispiel 20% an Kunden zu geben. Ja, diese 20% muss der Verkäufer aber selbst tragen. Das ganze Marketing und so weiter, weil die platzieren das natürlich ganz weit und streuen das auf allen sozialen Netzwerken und überall im Internet, um da auf die Aktion ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu lenken. Das übernehmen die natürlich, diese Marketingkosten. Was wir als Verkäufer nur tragen müssen, sind in dem Falle zum Beispiel 20%. Und das war, meine ich, auch bei mir so der Fall, 20% von jedem Verkauf, zuzüglich natürlich die Verkaufsprovision, die ganzen Zahlungstransfergebühren und. Ja. Das kommt noch drauf. Deshalb ungefähr ist man dann ja bei 35% nach Verkauf, ja, an Gebühren, wenn man diese Gebühren jetzt dazu nimmt von dieser Aktion. Ja, und bei mir war das nämlich genauso. Ich habe dann verkauft. Ich habe schon öfters solche Aktionen mitgemacht und in dem Fall war es dann sehr verlockend und habe natürlich so viele Angebote wie möglich online gestellt, um diese zu verkaufen. Im Normalfall schlage ich diese 20%, wie jeder weiß es, man schlägt diese 20% natürlich wieder obendrauf auf den Preis, so dass der Kunde denkt, er spart zwar 20%, aber wir Verkäufer bekommen trotzdem noch unser Geld, wie wir es auch ohne Auktion gekriegt hätten. So, und nun war es aber so, dass ich Verkäufe gemacht habe und ich habe damals noch das Geld bei PayPal bekommen. Und ich habe gesehen, es wird nichts abgezogen. Weil meines Wissens nach werden dann diese 20% schon abgezogen, ja, und dann kriege ich den Differenzbetrag auf mein PayPal-Konto. In dem Fall habe ich die volle Summe bekommen und dann war ich erstmal stutzig. Okay, ist das jetzt doch von eBay getragen, die Aktion, oder ich als Verkäufer? Ich rufe bei eBay an und frage nach, dann wird mir erklärt, nein, diese Aktion, diese Werbekampagne, die trägt komplett eBay. Ich so, ja, also die Marketingkosten oder auch die Verkaufskosten. Das heißt die Gutscheinkosten, die der Kunde ja abzieht. Alles, sagen die mir. Okay, gut, dann habe ich da kein Problem mit. Dann kann ich meine alten Preise belassen. Ich muss halt nicht diese 20% draufschlagen und werde dann ganz normal das weiterverkaufen. Dann haben sich natürlich die Verkäufe gehäuft, alle Kunden waren fasziniert, 20% sparen, das gibt es nicht jeden Tag. Und ja, dann haben die natürlich, dann habe ich ganz viel verkauft und ich war mir immer noch nicht sicher. Denn bevor ihr so einen Vertrag mit eBay schließt, telefonisch natürlich vorher vereinbart,
bekommt ihr auch Unterlagen, also Vertragsunterlagen, wo dann genau Eckdaten stehen, was genau gilt. Und da habe ich tatsächlich auch Schreiben bekommen, wo stand, eBay übernimmt die ganzen Werbekampagne und ich als Verkäufer trage die 20% auf diverse Kategorien. Und das zählt im Grunde genommen dann, egal was dir dann der Kundenservice am Telefon erzählt, weil der Kundenservice von eBay ist zwar top im Verhältnis zu anderen Marktplätzen, jedoch wissen die auch nicht hundertprozentig alles. Ja? Da ist tatsächlich so, dass die da nicht alle gleichzeitig oder gleich gut geschult sind. So, ich habe dann nochmal angerufen. Ein anderer Mitarbeiter am Telefon erzählt mir, nein, die Werbekampagne, also die Marketingkampagne trägt zwar eBay, aber diese Gutscheincode, diese 20%, die muss der Verkäufer tragen. Okay, dachte ich mir jetzt. Jetzt ist aber echt gravierend. Jetzt habe ich schon so viele Verkäufe gemacht, habe bestimmt schon ein paar tausend Euro Minus gemacht. Ich denke, okay, ist eine Erfahrung gewesen. Habe dann direkt meine Preise angepasst mit dem Aufschlag 20%. Was passiert dann? Ich rufe dann nochmal an und sage, es kann ja nicht sein. Ich bekomme ja die volle Summe. Wann sollen denn diese 20% abgezogen werden? Dann erzählt mir der nächste Mitarbeiter am Telefon, nein, 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 das kann nicht sein. Die hat dann auch noch nachgefragt. Und sie sagt, ja, diese komplette Werbekampagne, zuzüglich natürlich auch der Gutscheinabzug, den der Kunde macht, trägt alles komplett eBay. Dann habe ich gesagt, bitte bestätigen Sie mir das schriftlich, damit ich das schriftlich habe. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr irgendwas am Telefon besprecht mit dem Kundenservice, lasst euch das schriftlich bestätigen. Die schicken euch eine Mail und dann habt ihr was in der Hand. So, und dann bekomme ich tatsächlich auch ein Schreiben von eBay, dass diese Werbekampagne und auch der Gutschein komplett von eBay getragen wird. Super, dachte ich mir. Okay, Preise wieder zurück angepasst. Die Verkäufe gingen wieder nach vorne und ich habe super viel verkauft. So, was passiert dann? Die Werbekampagne ist zu Ende, ich habe mein Geld, alles ist schön, alles ist gut. Dann, nach 2 oder 3 Monaten, bekomme ich eine Rechnung. Ich blende euch sie mal ein, damit ihr seht, dass ich hier nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Ja? Wo habe ich das denn? Hier. Da habe ich die Rechnung. Ich mache mich mal ein bisschen klein hier. Und das war das falsche Fenster. Der bin ich. So, damit ihr wirklich seht, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Also, ihr seht hier eine Rechnung. Ich habe natürlich die persönlichen Daten einmal ausgeblendet. Im Mai kriege ich also diese Rechnung und wie ihr sehen könnt, habe ich hier ganz normal Verkaufsprovision, dies, das, ja, und dann Abonnement und einmalige Gebühren von 12.772 Euro. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Was ist hier passiert? Da war mir direkt klar, okay, tatsächlich habe ich jetzt diese Werbekampagne oder diese Gutscheinaktion, die da war, in Rechnung gestellt bekommen. Ja, von einer satten Summe von über 12.000 Euro. Das kann den ein oder anderen direkt weghauen, ja? Also 18.260 Euro musste ich dann auch tatsächlich bezahlen. Das wurde tatsächlich auch von meinem Konto abgebucht. Ich habe mich gefreut natürlich, dass mein Konto auch gut gedeckt war. Würde es nicht so gedeckt sein, dann würde ich hier auch noch Mahngebühren und sonstiges noch zahlen müssen. So. Tatsächlich ist das auch für mich sehr viel Geld auf einen Schlag, was eBay von mir hier gefordert hat. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann angefangen zu telefonieren. Ich habe eBay das Ganze geschildert. Ich habe ja das Bestätigungsschreiben vom Kundenservice in der Hand gehabt und habe versucht, das denen da auch nahezulegen. Ohne Erfolg. Die sagen, sie haben das schriftlich bekommen. Also den Vertrag, der ja vorab kam, vor der Aktion. Und da stand 1:1 drin, eBay trägt die Werbekampagne, die Werbekosten und sie tragen den Gutscheinkosten von 20%. Also die blieben stur und haben gesagt, wir können da nichts machen.
So, ich habe mich dann auch schon anwaltlich beraten lassen. Im Grunde genommen, bei so einer hohen Summe lohnt es sich tatsächlich, da sogar rechtlich vorzugehen gegen eBay. Was ich aber im Hinterkopf immer gehabt habe, ist, gehe ich jetzt bei eBay rechtlich vor und dann werden die mich als Verkäufer einfach mal ausschließen. Also sperren. Ich dürfte nicht mehr auf dem Marktplatz verkaufen. Dann habe ich mir tatsächlich überlegt, ist es mir das wert, dass ich bei eBay blockiert werde und ganz viele weitere Umsätze somit mir verhindere, als ich jetzt diese 12.000 Euro von eBay zurückfordere. Und dann habe ich mich anwaltlich, wie gesagt, beraten lassen, ob man überhaupt eine Chance hat gegen so eine Firma wie eBay GmbH, weil im Grunde genommen, die haben Anwälte und die sind recht gut abgesichert. Dennoch wurde mir gesagt, klar, sie können das machen. eBay ist eine Firma wie jeder andere, aber was mir halt im Hinterkopf war, ist dieses Sperren, dass ich als Verkäufer gesperrt werde auf dem Marktplatz, weil ich halt mit eBay Probleme bekommen habe und dann im Grunde genommen im Falle eines Rechthabens und dann auf diese Summe zurückbekommen würde, würden die mich sperren und ja. So, nun ist es so, dass ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, okay. Ich werde es nochmal probieren und werde dann mal nachhaken. Ich habe dann schriftlich mehrere Schriftstücke geschrieben an eBay direkt, an den Kundensupport und habe gebeten, dieses Schreiben an eine höhere Stelle weiterzuleiten. Also nicht, dass es ein normaler Kundenservice-Dienst das einfach nur liest und dann abhakt, sondern an eine höhere Stelle. Und ja, ich habe mehrmals probiert und probiert und oft kam keine Antwort und irgendwann habe ich diese Antwort bekommen. Und tatsächlich war es so, dass die mir recht gegeben haben. Die haben sich entschuldigt, dass es so zu so einer Verwirrung geführt hat und dass der Kundenservice mir das tatsächlich auch schriftlich bestätigen lassen hat und diese Gebühren, diese 20% an eBay verwiesen hat, dass es eBay übernimmt und nicht ich als Verkäufer. So, nun vergeht ein halbes Jahr und ich versuche immer wieder nachzuhaken und bekomme dann im August letzten Jahres eine Gutschrift in Höhe von 7.653 Euro. Und das sind 2/3 der Gebühren, die ich eigentlich tragen müsste. So, und ja, ich habe mich super gefreut. Es war jetzt nicht die ganze Summe, muss man ehrlich sagen, aber ich habe auch super Gewinn gemacht durch diese Werbekampagne. Und 7.600 Euro ist schon sehr viel Geld für mich, was ich da auch wiederbekommen habe. Und das als Gutschrift. Somit wird das auch generell dann auch verrechnet zu meinen ganz normalen Gebühren, wie ihr seht. Und ja, super Sache fand ich. Ja, da kam tatsächlich eBay einem entgegen. Und ich finde, hier hat sich eBay definitiv einen Schritt nach vorne gekommen und hat hier mir als Verkäufer das Ganze gut geschrieben. Es war eine super Ausnahme, muss man dazu sagen, dass das so gemacht wurde. Das macht man normalerweise nicht. Aber in dem Falle habe ich halt dieses Bestätigungsschreiben gehabt. Ja, so viel zu meiner Story. Was sagt uns das? Was sagt diese Erfahrung, die ich hier gemacht habe, auch vielleicht für dich in Zukunft? Wenn du etwas Informationen von eBay bekommst, lass dir das immer schriftlich bestätigen. Allgemein egal, wo du Informationen bekommst. Telefonisch, lass dir das immer schriftlich bestätigen, weil damit hast du dann irgendwo eine Chance, dein Geld wiederzubekommen. Aber auch muss man dazu sagen, eBay als Marktplatz muss man hier tatsächlich einen großen Lob geben, denn die haben hier tatsächlich Geld zurücküberwiesen und zurückerstattet, wo sie das nicht mussten. Ja? Hier hat nur der Kundenservice einen kleinen Fehler gemacht. Darum haben die das tatsächlich auch gemacht. Und ich musste nicht rechtlich klagen oder sonst was. Ich habe nur selbst geschrieben, ein Schriftstück, wo ich darum gebeten habe, das Ganze sich genau nochmal anzuschauen. Ja, was bleibt hier als Fazit dazu zu sagen? Ich habe Glück gehabt und man muss sagen, eBay ist super. eBay ist super in dem Fall, dass die das da dem Verkäufer entgegenkommen. Ich freue mich, wenn dir dieses Video hilfreich war und ein bisschen Einblick gezeigt hat, was man auch für Fehler machen kann, die sehr gravierend sein können, wobei sie in erster Linie vielleicht sehr positiv aussehen. Und
wünsche dir natürlich, dass du solche Fehler nicht begehst und aus diesen Fehlern lernst, die ich zum Beispiel schon gemacht habe. Und freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich gebe hier sehr viel Mehrwert weiter an die Verkäufer und an die Zuschauer, wo sie in den Sachen wie Marktplätzen, wie Amazon und eBay viel lernen können und wir miteinander wachsen können. Gib dem Video auch einen Daumen hoch, darüber freue ich mich immer gerne. Hast du Fragen und hast du auch ähnliche Fälle gehabt, wo du nicht weiter weißt? Dann freue ich mich, wenn du dazu auch einen Kommentar unten hinterlässt. Und sonst wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin beim Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.